Die Heldin unseres Dokumentarfilmes leistet wichtige und akribische Arbeit, nicht zu Showzwecken, nicht für den Ruhm und schon gar nicht für Geld. Sie brüstet sich nicht mit der schwierigen Arbeit, die sie in den letzten 6 Jahren geleistet hat. Ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt. Ich war Elite-Sportlerin der Kinder- und Jugendsportschule in Berlin. Ich bin mehrfache DDR-Meisterin im Bahnradsport und war im Nationalteam der Junioren. Ich bin gelernte Betriebswirtin, also ich habe Betriebswirtschaft studiert und arbeite aber seit 18 Jahren in der Pflege. Ihr Name steht nicht auf Plakaten. Die Menschen werden sie in Moskau oder in ihrer Heimatstadt nicht erkennen. Aber im Donbass werden sie sie erkennen. Die Kinder in Donetsk und Lugansk freuen sich immer darauf, sie zu treffen. Ihr Name ist Liane Kilinc. Ich werde nie begreifen können, wie es dazu kommen kann, dass man in seinem Heimatland strafrechtlich verfolgt wird, wenn man ihnen hilft. Dass wir die Entwicklung in der Ukraine und was dort passiert vom ersten Tag an mitverfolgt haben. Wir haben die Verbrechen gesehen und wir wussten, dass dort Menschen ums Leben kommen, dass es Probleme gibt mit der Versorgung, also Ernährung, Kleidung und so weiter. Ich muss dazu sagen, ich habe 4 Jahre in einem Übergangswohnheim gearbeitet und wir haben sehr viele Spenden für die syrischen Flüchtlinge bekommen. Im Februar 2015 habe ich einen Anruf bekommen und die Frage nach dem, ob wir helfen können. Die Menschen brauchen Winterkleidung, habe ich gesagt, ich habe eine Idee, wir haben so viele Sachen übrig. Wir haben den ersten LKW mit Winterkleidung, Schuhen, also alles, was man zum Überleben braucht, haben wir in den Donbass geschickt. Für Liane ging es in erster Linie darum, den Kindern im Donbass zu helfen. Sie waren diejenigen, die am meisten unter dem Bürgerkrieg litten, der die Ostukraine im Jahr 2014 heimsuchte. Jelena Basajewa leitet den Elternausschuss der Jugendsportschule Nummer 12 in Donetsk. Wir haben hier 75 Leute in Ausbildung, Kinder aus kinderreichen Familien, die entweder ihren Papa oder ihre Mama verloren haben. Und sie hat alle unterstützt und ihnen geholfen. Und auch diese Turnhalle. Die Sporthalle wurde von Schrapnells durchlöchert. Liane half, sie so gut wie möglich zu reparieren. Ich habe mit Menschen im Keller gesessen. Wenn die ukrainische Armee auf Gorlovka geschossen hat, ich habe die Häuser an Frontmail gesehen. Donbass war zerstört. Als Nazi-Truppen abzogen. Jedes einzelne Haus, jedes einzelne Bergwerk musste erst wieder aufgebaut werden. Es gab Bergwerkschäfte, aus denen erst die Toten geborgen werden mussten. Menschen, die Nazis lebend in diese Schächte geworfen haben. Wir haben eine Pflicht. Also diese Linie, diese ganz klare Linie heißt 100% Solidarität mit der Ukraine. In ganz Europa werden sie auf allen Gebäuden, egal wo sie hinkommt, dieses Land ist blau-gelb. Überall sind ukrainische Fahnen und Flaggen und diese Solidarität wird eingefordert. Und das ist immer in Bezug auf die Hetze gegen Russland. Diese 100% Propaganda. Dass diese Gefährdung des Friedens in Europa ausschließlich von der Russischen Föderation und ausschließlich von Wladimir Putin. Wird bekräftigt, dass unser Weg nach Moskau in der Frage stets über Kiew. Und Putin fordert aktuell den Frieden in ganz Europa heraus. Überraschenderweise hat praktisch kein einziges großes deutsches Medium jemals Berlins antirussische Politik in Frage gestellt. Haben Sie auch das Gefühl, dass die Medien oft lügen und ihre Meinung manipulieren? Das war die Frage, die der berüchtigte Journalist Udo Ulf Kotte stellte. Er
arbeitete 17 Jahre lang für eine der größten deutschen Zeitungen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ulf Kotte hatte ein anklagendes Buch mit dem Titel »Gekaufte Journalisten« geschrieben, in dem er beschreibt, wie die USA versuchen, die einflussreichen Medien zu kontrollieren. Es ist ein seltsamer Zufall, dass Udo Ulf Kotte weniger als 3 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches an einem Herzinfarkt starb. Ich habe etwa 25 Jahre lang als Journalist gearbeitet. Und man hat mir beigebracht, zu lügen, zu betrügen und der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit zu sagen. Aber wenn ich jetzt im Laufe des vergangenen Monats sehe, wie sehr die deutschen und die amerikanischen Medien versuchen, den Krieg nach Europa und Russland zu bringen, dann gibt es kein Zurück mehr. Und ich bin bereit, aufzustehen und zu sagen, dass es nicht richtig ist, was ich in der Vergangenheit getan habe, nämlich Menschen zu manipulieren und Propaganda gegen Russland zu verbreiten. Die Medien gehören 2 Konzernen. Ja, also einer davon ist zum Beispiel Bertelsmann. Und natürlich vertreten die bestimmte Interessen. Und deswegen ist diese Medienlandschaft einseitig. Und das ist ja jetzt verschärft, indem man russische Medien, warum macht man das? Damit die Menschen sich keine Meinung mehr bilden können, damit sie einseitig in eine Richtung geschoben werden. Im Moment sind die Gesetze so ausgelegt, dass sie benutzt werden, um uns zu verurteilen. Ja, es gibt diese Möglichkeit, 3 Jahre Gefängnis. Es gibt ein Beispiel jetzt. Es war eine Rentnerin. Sie hat ein Plakat gemacht in ein Fenster und hat geschrieben, danke Putin, danke Russland. Sie ist verurteilt. Gegen Liane sind bereits 3 oder 4 Verfahren wegen all dieser Aktivitäten anhängig. Es werden also Menschen inhaftiert, weil sie Frieden fordern und sagen, sie sollen sich aus einem Krieg heraushalten, der Deutschland nichts angehe. Wie ist das nach dem großen Vaterländischen Krieg, in dem es so viele Opfer gab, möglich? 80% der, die diese Positionen einnehmen, die haben Deutschland schon verlassen. Vielleicht sind wir noch eine Handvoll, vielleicht 3000. Offiziell haben 270.000 Deutsche im Jahr 2020 das Land verlassen, während es im Jahr 2015 nur 140.000 waren, die das Land verließen. Die Jüngsten und Leistungsfähigsten verlassen das Land. Und sie werden durch Millionen von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und aus Afrika ersetzt. Die Situation wird dadurch verschärft, dass die Sterblichkeitsrate in Deutschland 50% höher ist als die Geburtenrate. Einer der Menschen, die Deutschland verlassen mussten, ist der unabhängige Journalist Ken Jebsen. Und er hat seine eigene Theorie darüber, was vor sich geht. Ich habe beschlossen, mich aus der öffentlichen Berichterstattung, aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückzuziehen. Wurde das für mich langsam irgendwann zu gefährlich. Ich habe Deutschland dahingehend verlassen, wo ich nicht so bekannt bin. Und wo ich einfach meine Arbeit trotzdem machen kann, ohne dass ich von Menschen persönlich attackiert werde. Also sei es denn, man schmeißt mir irgendeine Granate auf die Bühne oder man versucht, mein Auto anzuzünden oder jagt meine Kinder. Das sind ja alles Entwicklungen, die davon habe ich gehört, dass es die geben soll. Immer irgendwo im benachbarten Ausland, im Wilden Westen nenne ich das mal. Dass das in Deutschland so sein würde, davon bin ich entsetzt. Aber ich war dann irgendwann mal klug, aber gut, es hat keinen Sinn mehr. Viele von Angst geprägt sind. Angst vor auf der Arbeit, von Denunziation, Diskriminierung, dass sie dann ihre Meinung nicht äußern oder diese nicht preisgeben. Jemand, der eine andere Meinung hat zu Energiepolitik, zu Klimapolitik, zu Genderpolitik, zu Russland, was auch immer, zu Amerika, der wird sofort, der ist dann gegen uns. Und das ist etwas, was ich in Deutschland stark beobachte. Das ist ein Trend, der in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat. Der Journalist Udo Ulf Kotte erklärte bereits 2014, warum er glaubt, dass alle deutschen Medien in entscheidenden Fragen immer den gleichen Standpunkt vertreten. Wir leben in einer Bananenrepublik und nicht in einem demokratischen Land mit Pressefreiheit und Menschenrechten. Schauen Sie sich die deutschen Medien an.
insbesondere meine Kollegen, die jeden Tag gegen die Russen schreiben, während sie selbst verschiedenen transatlantischen Organisationen angehören und von den Vereinigten Staaten dabei unterstützt werden. Leute wie ich. Ich wurde zum Ehrenbürger des US-Staates Oklahoma ernannt. Und warum? Weil ich pro-amerikanisch geschrieben habe. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir wurden alle so ausgebildet, dass wir pro-europäisch, pro-amerikanisch, aber bitte nicht pro-russisch schreiben. Und deswegen habe ich gesagt, ich stelle mich dorthin, auch wenn jemand sagen würde, das ist ja pro-russisch. Das ist nicht pro-russisch, das ist pro-Frieden. Ich bin für den Frieden. Ich glaube, 25-30% erkennen, dass das der falsche Weg ist. Der Rest erkennt wenig, sondern sagt das, was in den Massenmedien kommt und ist so brain-gewashed, dass er sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich große Angst vor einem neuen Krieg in Europa habe. Und ich möchte diese Situation nicht noch einmal erleben. Denn Krieg kommt ja nie von allein zustande. Es stecken immer Menschen dahinter, die den Krieg vorantreiben. Und das sind nicht nur Politiker, sondern das sind auch Journalisten. Und ich habe in dem Buch schlichtweg beschrieben, wie wir in der Vergangenheit betrogen haben. Es ist offensichtlich so, dass in den Vereinigten Staaten man Konfrontation will. Aber wo findet diese Konfrontation statt? Sie wird in Deutschland stattfinden, sie wird in Europa stattfinden. Es werden amerikanische Basen in Deutschland sein, die angegriffen werden. Ob du Büchel nimmst, ob du Rammstein siehst. Ich war auch auf der Krim und ich habe die Soldatenfriedhöfe gesehen von Sowjetbürgern und von Deutschen bis zum Horizont. Und keiner ist älter als 25. Das ist doch schrecklich. Wollen wir das wiederholen? Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Putin mit Mut und Solidarität zum Scheitern bringen werden und Europa am Ende die Oberhand gewinnt. Das ist die Zeit für Entschlossenheit, nicht für Beschwichtigungen. Weil er es wagte, in entscheidenden Fragen einen unabhängigen Standpunkt einzunehmen, wurde Ken verfolgt. Zuerst wurde er der Holocaust-Leugnung bezichtigt. Dann wurde er von seinem Sender gefeuert. Und ein paar Jahre nach dem Start seines YouTube-Kanals wurde dieser dauerhaft gesperrt. Und das, obwohl Kens Videos Millionen von Zuschauern anzogen. Im März 2021 erklärten die Berliner Strafverfolgungsbehörden Ken Jebsen zum Verdächtigen, weil er angeblich Falschinformationen verbreitet haben soll. Und das alles geschah in einem Land, das behauptet, den Liberalismus, die Redefreiheit und die Menschenrechte zu verteidigen. Heute gibt es in Deutschland Dutzende von NGOs, die aktiv Einfluss auf die nationale Politik und die Medien nehmen. Und die Deutschen selbst verspotten dies offen. Kennen Sie folgende Organisation? Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel oder Trilaterale Kommission, The German Marshall Fund of the United States, Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Atlantikbrücke oder das ESPEN-Institut. All diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten. Unter diesen Organisationen sticht die Atlantikbrücke am meisten hervor. Sie wurde im Jahr 1952 gegründet. Ihr offizielles Ziel ist es, die deutsch-amerikanische Verständigung zu fördern. Mindestens 5 deutsche Bundeskanzler waren früher Mitglieder des Vereins. Von Adenauer bis Angela Merkel. Sowie Hunderte und Aberhunderte von Ministern und führenden Politikern der Bundesrepublik Deutschland. Und eine große Anzahl von Vorstandsvorsitzenden großer deutscher Industrieunternehmen. Alle Chefredakteure der großen deutschen Medien sind in irgendeiner Weise mit der Atlantikbrücke verbunden. Der ehemalige Bild-Chefredakteur war auch im Vorstand der Atlantikbrücke. Und es gibt viele andere, darunter auch der Spiegel. Außerdem sind viele der großen deutschen Verlage heute Teil des Axel Springer-Konzerns oder anderer Unternehmen, die wiederum im Besitz von multinationalen amerikanischen Konzernen sind. Alles, was Bild, Spiegel, Stern und andere große deutsche Medien publizieren, spiegelt also genau den Geist der speziellen transatlantischen Beziehung wider, die nach 1945 zwischen Westdeutschland und den Vereinigten Staaten entstanden sind.
Der Cornelius, der Auslandschef der Süddeutschen, Joffe, Herausgeber der Zeit. Ja, ja. Und der Nonnenmacher von der FAZ, der Auslandschef der FAZ, der Frankenberger. Das sind alles völlig unabhängige Geister. Ich sehe da überhaupt keine Verbindungen. Ich habe da mal was für Sie vorbereitet. Oh, uiuiui. Das ist aber ein ganz schön dichtes Netzwerk, sagen Sie mal. Ja. Und jede dieser Linien steht also für die Verbindung eines Journalisten zu einem dieser Lobbyorganisationen. Jede Linie, ja. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Oh, das haben jetzt Sie gesagt. Ja. Aber Sie haben es schön gesagt. Ja. Besonders auffällig ist, dass die Atlantikbrücke in der Regel von den deutschen Spitzenpolitikern im Rang von Bundeskanzler und Vizekanzler geleitet wird. Zum Beispiel ist jetzt Sigmar Gabriel, der ehemalige deutsche Vizekanzler, der Vorsitzende. Und vor ihm war es Friedrich Merz, ein berühmter deutscher Politiker. Er hätte anstelle von Olaf Scholz deutscher Bundeskanzler werden können. Und dieser Putin und dieses Russland destabilisiert systematisch seit 15 Jahren die politische Ordnung in Europa. Das Interessante daran ist, dass er, als er Vorsitzender der Atlantikbrücke war, auch Aufsichtsratsvorsitzender der berühmten amerikanischen Investmentgesellschaft BlackRock war, die etwa 10 Billionen US-Dollar verwaltet. Billionen. Stellen Sie sich vor, über wie viele Ressourcen die Organisation verfügt, die von einem Mann geleitet wird, der zum damaligen Zeitpunkt ein hohes Amt bei BlackRock innehatte. Sie kontrollieren nicht nur die Medien, sondern auch das Bildungswesen. Sie kontrollieren die Industrie, sie kontrollieren die Finanzen, sie kontrollieren das gesellschaftliche Umfeld. Heutzutage kontrollieren die Amerikaner fast alles in Deutschland. Olaf Scholz erklärte, dass Putin Angst davor habe, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte. Die Deutschen behaupten seit vielen Jahren, Russland sei eine Diktatur. Doch als Angela Merkel zum vierten Mal Bundeskanzlerin von Deutschland wurde, sprach niemand in Europa von einer Machtergreifung. Wie steht es also um die deutsche Demokratie? Wenn ich das Versprechen als Politikerin gebe und zum Glück in der Demokratie, könnte die Chance bestehen, dass... Aber wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gegeben habe, wir stehen an eurer Seite, solange wie ihr uns braucht, dann will ich das auch einhalten. Egal, was meine deutschen Wähler denken. Ich denke, dass Deutschland eine gesunde Demokratie hat, eine gewachsene Demokratie. Ich glaube, es ist eine Illusion. Eine Menge Leute mit viel Macht kontrollieren die Demokratie. Das ist der Grund für die Probleme in der Welt. Die Menschen haben eine Stimme. Sie können sich an den Wahlen beteiligen. Die Menschen müssen an den Wahlen teilnehmen. Man kann wählen gehen und man kann nicht wählen. Also es gibt ja immer diese, nicht sehr viel Auswahl, ja? Also wenn Sie keine Opposition mehr haben, ja, und alle wollen regieren, was haben Sie denn für eine Wahl? Ja? Also ja, natürlich kann ich wählen gehen, aber ob ich die wähle oder die, es sind ja letztendlich die gleichen Interessen. Und Demokratie haben wir schon lange nicht mehr. Oder gab es sie überhaupt? Ich weiß es nicht, ja. Jedenfalls nicht in der Bundesrepublik. Zum Beispiel bei der Stationierung der Mittelstreckenraketen waren in allen größeren Umfrageinstituten, aber auch in den professionell gemacht haben, mehr als 72% gegen die Stationierung. Und dennoch ist es stationiert worden. Warum behaupten viele Deutsche heute, dass es in ihrem Land keine Demokratie gäbe? Nach Ansicht von Experten liefert die Nachkriegsgeschichte Westdeutschlands die Antwort auf diese Frage. Politische Kreise in den USA planten, Deutschland als Land zu zerstören und alle Deutschen als Mitglieder einer brutalen Nation auszurotten. Ursprünglich war es die Idee des amerikanischen Schriftstellers und Geschäftsmanns Theodor Kaufmann. Kaufmann schlug vor, fast die gesamte männliche Bevölkerung Deutschlands sterilisieren zu lassen, sodass die Deutschen in zwei oder drei Generationen einfach von der Erdoberfläche verschwinden würden. Kaufmanns Ideen wurden schnell verworfen. Stattdessen wurde der nach Roosevelts Finanzminister benannte Morgenthau-Plan umgesetzt. Der Morgenthau-Plan sah vor, Deutschland in drei Teile, Nord-, Süd- und Zentraldeutschland zu teilen und diese drei Teile sowie Deutschland als Ganzes in einen Agrarstaat umzuwandeln. Die gesamte Industrie sollte zerstört werden. Deutschland sollte nur noch von Bauern bevölkert werden,
die Kartoffeln anbauen würden. Das war's. Etwa ein Jahr lang war der Morgentau-Plan in Kraft. Die Beamten des Finanzministeriums, auch bekannt als die Morgentau-Boys, reisten durch Deutschland und liquidierten entweder Unternehmen oder verlagerten sie ins Ausland, in die USA oder nach Großbritannien. 1947 besuchte der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Herbert Hoover Westdeutschland und schrieb: Es besteht die Illusion, dass das neue Deutschland auf einen Hirtenstaat reduziert werden kann. Das kann nicht geschehen, es sei denn, wir rotten 25 Millionen Menschen aus oder vertreiben sie aus dem Land. Der wirtschaftliche Teil dieses Plans hat bei seiner Umsetzung zu Lebensmittelkarten einer großen Zahl von Arbeitslosen und Warteschlangen geführt. Das konnte nicht lange gut gehen. Es wurde klar, dass eine große Anzahl armer Menschen bald von der UdSSR und der kommunistischen Ideologie angezogen werden würde, die gegen den Kapitalismus und die Geschäftshaie in London und New York wetterte. Als die USA dies erkannten, ersetzten sie 1948 den wirtschaftlichen Teil des Morgentau-Plans durch den konträren Marshall-Plan. Dieser sah vor, dass Washington 1,3 Milliarden US-Dollar in Westdeutschland investierte. Bei uns war das immer so, dass gerade West-Berlin das Schaufenster nach Osten hin war. Wir haben sehr gut gelebt in West-Berlin, sehr subventioniert worden. Und das Wirtschaftswunder in der BRD ist ja auch sozusagen als Aushängeschild genommen worden. Also das Leben bei uns war sehr auf Konsum ausgerichtet, sehr auf das individuelle Leben. Für diese Vorteile hat Europa einen hohen Preis zahlen müssen. Zunächst einmal durften in keiner europäischen Regierung Kommunisten vertreten sein. Demokratie, Liberalismus, freie Wahlen, könnte man meinen. Aber, oh Wunder, aus irgendeinem Grund hat es kein einziger Kommunist in irgendeine Regierung geschafft. Abgesehen von allen Kommunisten, die aus der Politik entfernt wurden, unterstanden alle Medien britischen und amerikanischen Konzernen und Informationsagenturen. Auf diese Weise haben sie ein einziges, einheitliches Informationssystem geschaffen. Die zweite Phase der Bekämpfung des russischen Einflusses in Europa begann nach der Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland im Jahr 1990. Es keine Wiedervereinigung war. Die DDR ist annektiert worden. Es war eine feindliche Übernahme. Lianes Vater arbeitete für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, die Stasi. Er war für die persönliche Sicherheit von Staatschef Erich Honecker zuständig. Mein Vater hat Berufsverbot bis zum Lebensende, weil er meiner Heimat, meinem Staat DDR, gedient hat. Es sind Strafverfahren gemacht worden für viele Bereiche mit sehr hohen Gefängnisstrafen. Gibt es, sind Strafrenten. Heute bekommen wir immer noch weniger Lohn wie die im Westen. Wir haben keine Anerkennung unserer Berufe, keine Anerkennung der Ausbildung. Das Gebiet der DDR ist komplett deindustrialisiert. Komplett. Und da gibt es einen schönen Satz von Bundeskanzler Kohl, der damals gesagt hat: blühende Landschaften. Die haben wir jetzt. Keine Industrie, nichts. Aber warum behandelte die politische Führung Westdeutschlands die Bewohner Ostdeutschlands wie einen besiegten Feind? Der Prozess der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit und der Entnazifizierung verlief in West- und Ostdeutschland unterschiedlich. In der DDR wurden die Regierungsposten zumeist mit den Führern und Aktivisten der Kommunistischen Partei besetzt, die im Dritten Reich verboten gewesen war.
Westdeutschland schlug aus einer Reihe anderer Gründe einen anderen Weg ein. Erstens brauchten die Amerikaner wertvolle Ressourcen für den bevorstehenden Kalten Krieg. Bereits 1951 hatten sie ein umfassendes Amnestiegesetz verabschiedet. Und die Nazi-Verbrecher, selbst die, die zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden waren, wurden größtenteils freigelassen. Ich spreche zum Beispiel nicht einmal von den Wirtschaftsberatern, den Industriellen, den Direktoren von Banken wie der Dresdner Bank oder der Deutschen Bank, die Hitlers Partei finanziert hatten. Ich spreche nicht von ihnen. Sie ließen sogar die SS-Führer frei. Wir sind ja in der DDR, haben wir die Befreiung vom Faschismus durch die Rote Armee haben wir gefeiert. Und wir bedanken uns für diese Befreiung. Und wenn man auf die andere Seite der Bundesrepublik schaut, war es immer der Tag der Kapitulation. Laura von Wimmersberg weiß aus erster Hand, was Narzissmus ist. Es ist ein trauriger Teil ihrer Familiengeschichte. Mein Vater war in der NSDAP, der ist auch verhältnismäßig zeitig da, glaube ich, eingetreten. Und mein Vater ist oft, das habe ich auch in anderen Interviews oft gesagt, mein Vater ist oft auf Dienstreise gewesen. Dann hieß es bei uns im Kinderzimmer, Papa ist in Auschwitz auf Geschäftsreise. Während des großen Vaterländischen Krieges im Jahr 1942 wurden meine Großmutter und mein Vater nach Deutschland geschickt. Sie waren in einem Konzentrationslager. Und jetzt, als dieser ganze Krieg 2014 begann, wurden wir mit unseren kleinen Kindern aus diesem Gebiet vertrieben. Offenbar haben wir auf unserer Seite noch ein genetisches Gedächtnis. Aber auf der ukrainischen Seite ist es verschwunden. Sie erinnern sich nur an Bandera und seine Gefolgsleute, die Zivilisten ermordeten und Befehle von degenerierten Faschisten entgegennahmen. Ich habe in Wolgograd 2 Stunden lang nur geweint. Und das kommt sicherlich auch eben dieses Bewusstsein, dass mein Vater im Grunde genommen involviert war und möglicherweise auch sehr darunter gelitten hat. Meine Mutter hat erzählt, er hat immer nachts geschrien und er hat, als dann sie geweckt hat, hat er gesagt, frag mich nicht. Laura sieht es nun als ihre Pflicht an, alles zu tun, um ihr Land vor einer Wiederholung der Fehler der Vergangenheit zu bewahren. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Schuld abzutragen habe, sondern es ist mir echt ein Bedürfnis, dass wir Menschen miteinander in Frieden leben. Ich kann einfach nicht verstehen, warum sich die Geschichte nun bei den Urenkeln der Sieger des großen Vaterländischen Krieges wiederholt. Warum geschieht das? Heute unterstützen Berliner Regierungsvertreter die ukrainische Armee. Eine Armee, deren Soldaten sich Hakenkreuze und Hitlerporträts eintätowieren ließen und SS-Divisionsabzeichen auf ihren Uniformen tragen. Und für mich war immer wichtig, es gibt so einen Philosophen aus, glaube ich, Spanier, so Santanianer, der so gesagt hat, wer sich nicht erinnert, der muss das Vergangene immer noch mal erleben. Russlands Militäroperation in der Ukraine hat die Beziehungen zwischen Moskau und dem Westen zurück in die schlimmste Zeit des Kalten Krieges versetzt. Die Maßnahmen gegen Moskau wurden von Deutschland vorangetrieben und das, obwohl die Sanktionen ganze Industriezweige in Europa gefährden. Und sowohl die russischen als auch die einfachen deutschen Bürger können nicht verstehen, warum Berlin Kiew unterstützt. Die Solidarität Europas mit der Ukraine ist unerschütterlich. Vom ersten Tag an hat Europa an der Seite der Ukraine gestanden, mit Waffen, mit finanzieller Unterstützung, mit der Aufnahme von Flüchtlingen und mit den schärfsten Sanktionen, die die Welt je gesehen hat. Warum beliefern Sie die Ukraine mit Waffen? Zum Bombardieren? Um wen zu bombardieren? Zivilisten. Das ist unsere Heimat. Deutschland und die USA liefern hier Marswerfer und Bomben. Was bombardieren sie? Sie bombardieren uns. Ich habe den Eindruck, dass sich die Ereignisse des großen Vaterländischen Krieges wiederholen. Ich möchte meine Großmutter und ihren Mann als Beispiel anführen. Die Bandariten haben sie wie Tiere massakriert. Es ist wie im Zweiten Weltkrieg. Damals überfiel Deutschland unser Gebiet. Und jetzt passiert das Gleiche.
Es ist ein interner Konflikt. Warum sollten sich andere Länder einmischen und uns mit ihren Waffen töten? Im Jahr 2015 wurde Alexandra Goschek zusammen mit all ihren Schülern bei einem Bombenangriff fast getötet. Ich arbeite an der Makijewka-Schule Nummer 2 als Englischlehrerin. Als der Beschuss losging, gab ich gerade eine Unterrichtsstunde. Ich habe die Kinder in den Korridor geführt. Es ist ein schreckliches Gefühl, weil man nicht nur um sich selbst besorgt ist, sondern auch um die Kinder, die man in Sicherheit bringen muss. Es ist einfach ein schreckliches Gefühl. Wir hatten ein Kind, dessen Haarfollikel durch den nervlichen Stress zerstört wurden. Er verlor aufgrund des Stresses seine Augenbrauen, seine Wimpern und seine Haare. Unsere Kinder sind bereits wie Kriegsveteranen. Sie wissen, was es mit den Granaten auf sich hat, wann sie abgefeuert werden, wann sie einschlagen und so weiter. Unsere Kinder werden in die Schulen und Kindergärten gehen, während sich ihre Kinder in den Kellern verstecken. Der ukrainische Präsident Pjotr Poroschenko sagte diese Worte im Jahre 2014. In den folgenden 8 Jahren beschoss Kiew regelmäßig die Städte der Rebellen. Was Poroschenko sagte, und sie sagen immer wieder, dass sie hinter ihrem Land her seien. Das ist unsere Heimat. Ihr seid hierher gekommen und werft wie verrückt diese Bomben, diese Streumunition, diese Schmetterlingsminen auf unsere Köpfe. Ihr lasst die Kinder nicht lernen, ihr lasst sie keinen Sport treiben, ihr lasst sie nichts tun. Sie wurden ihrer Kindheit beraubt. Das schmerzt so sehr. Normale Menschen wissen, was eine gute Kindheit ausmacht. Mit Eiscreme herumlaufen. Und diese Kinder haben nur Eis von Liane oder einer anderen Stiftung bekommen. Und wenn Sie einen Jungen sehen, der an einem Tag hierher kommt, der turnt, Purzelbäume schlägt und rennt, und am nächsten Tag liegt der Junge auf der Intensivstation, und du eilst hin, weil du weißt, dass er an der Schwelle zum Tod steht. Wissen Sie, wie oft das schon passiert ist? In dem seit 8 Jahren andauernden Bürgerkrieg im Donbass wurden 130 Kinder getötet. Hunderte weitere wurden verwundet. In Donetsk wurde 2015 die Gedenkstätte Allee der Engel errichtet, die eine Granitplatte mit den Namen der 66 getöteten Kinder enthält. Aber warum haben sich die Entscheidungsträger in Berlin in all den Jahren nie die Frage gestellt, wessen Granaten diese Kinder getötet haben? Redet mal mit den Menschen in Deutschland und fragen in Treptow bei vielen Veranstaltungen dieses... Nein, im Donbass, da gibt es keinen Krieg und da gibt es keine Toten und keine zerstörten Häuser. Das ist alles eine Lüge. Dieser Krieg ist Putins Krieg. Gerade 2 Flugstunden von Berlin entfernt sitzen im Moment Familien in Luftschutzkellern. Frauen, Männer und Kinder bangen um ihr Leben. Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine bricht die russische Regierung vor den Augen der Welt mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben nichts getan, was dieses Blutvergießen rechtfertigt. Die Ukraine hat alles getan, um die russische Aggression zu rechtfertigen. Und warum? Weil sie die Bürger des Donbass einfach unter direkten Beschuss genommen haben. Verstehen Sie? Direkter Beschuss. Was hätte Russland tun sollen? Es entschied sich für den Schutz. Wir haben Leute, die zum Beispiel Jasinovataja verlassen. 156 Menschen sind nach Ossetien aufgebrochen, alle aus der Stadt Jasinovataja, in der bereits 80% des Wohnungsbestandes zerstört waren. Stellen Sie sich vor, was aus diesen Kindern geworden wäre, wenn sie in den Häusern geblieben wären. Was hat die Ukraine getan? Sie haben uns zum Gehen gezwungen. Sie haben uns auf aggressive Weise aus diesem Gebiet vertrieben. Und das tun sie immer noch. Wie sonst ist es zu erklären, dass 80% der Wohnhäuser in Jasinovataja vernichtet
gesäubert worden sind. Diese Person sollte begreifen, dass sie sich um ihrer Kinder und Enkelkinder willen einen Platz zum Leben in Russland suchen sollte. Das ist das Richtige. Denn ohne die Ukraine wird es dort keine Zivilisation mehr geben. Für die Bewohner des Donbass könnte jeder Tag ihr letzter sein. Während sie darüber nachdenken, wie sie den täglichen Beschuss überleben können, machen sich die gewöhnlichen Europäer Gedanken darüber, wie sie mit den steigenden Wasser- und Energiepreisen umgehen sollen. Sie scheinen glückliche Menschen zu sein, denn sie haben immerhin etwas, womit sie bezahlen können. Sie haben Wasser und Licht, während wir praktisch gar nichts haben. Wir bekommen nur alle 6 Tage etwas Wasser. Es war die Ukraine, die uns all das angetan hat, indem sie unsere Wasserversorgung abgestellt hat. Durch den Artilleriebeschuss hat unsere Schule kein Wasser mehr. Wir sammeln jetzt Wasser in Eimern. Denn es kommt überhaupt kein Wasser aus den Hähnen. Die Situation ist überall in der Stadt die gleiche. Nicht einmal die Toiletten funktionieren. Wir können daher keinen Unterricht abhalten. Nachdem Russland seine Militäroperation in der Ukraine begonnen hatte, übernahm Berlin eine führende Rolle bei der Verhängung von Sanktionen gegen Moskau. Dies hatte jedoch einen Bumerang-Effekt für Deutschland zur Folge. Ganze Sektoren der deutschen Wirtschaft stehen am Rande des Abgrunds. Warum also kann Berlin nicht einfach seine eigenen Sanktionen aufheben und zu den früheren Beziehungen zu Moskau zurückkehren? Jetzt geht es um unsere Unabhängigkeit von russischem Erdöl. Machen wir uns nichts vor. Das wird nicht einfach. Einige Mitgliedstaaten hängen erheblich von russischem Öl ab. Aber wir müssen daran arbeiten. Wir schlagen jetzt ein Embargo für russisches Öl vor. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, war 6 Jahre lang deutsche Verteidigungsministerin. Ist ihr denn nicht bewusst, was das Verbot von russischem Öl und Gas für ihr Heimatland bedeutet? Berlin verhängt diese Sanktionen ja nicht. Diese Sanktionen werden aus Washington diktiert und Deutschland frisst diese Sanktionen. In der deutschen Wirtschaft geht es ja bei diesen Boykottmaßnahmen nicht wirklich gut. Ich meine, wir haben ja Nord Stream 1 und 2 nicht abgeschlossen. Die innere Krise wirkt sich so aus, dass wir in Deutschland feststellen werden, dass uns die Mittel ausgehen. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat dargelegt, dass Deutschland im Falle einer vollständigen Einstellung der russischen Gaslieferungen 5,5 Millionen Arbeitsplätze und 12% seines Bruttoinlandsproduktes verlieren würde. Das sind 500 Milliarden Euro. Das würde die Arbeitslosigkeit bedeuten, das würde die Stilllegung ganzer Branchen bedeuten. Wir haben durch die Lieferketten den Umstand, dass wenn irgendwo an dieser Lieferkette, gerade am Anfang bei der Rohstoffindustrie, aber auch bei der chemischen Industrie, Ausfälle drohen, alle anderen Lieferketten betroffen sind. Deshalb meine klare Position, wir müssen in dieser Situation dafür sorgen, dass das russische Gas kommt. Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller hat die Deutschen gewarnt, dass sich die Gaspreise bis 2023 mindestens verdreifachen werden. Aber auch dafür haben die deutschen Medien eine Erklärung gefunden. Wir sind süchtig nach Gas, verkündet der Spiegel. Deutsche Journalisten beschlossen, der Frage auf den Grund zu gehen, warum Deutschland so abhängig von russischem Gas ist. Dabei fanden sie heraus, dass Berlin viele Jahre lang vom billigen russischen Öl und Gas profitiert hat. Man sollte meinen, dass die Journalisten dankbar wären und die Wiederherstellung der Beziehungen zu Moskau fördern würden, oder? Natürlich nicht. Ihre Schlussfolgerung war eine andere. Wladimir Putin war immer noch an vielen Problemen Deutschlands schuld. Schließlich war er es, der die gutgläubigen Deutschen zu russischen Gas-Junkies gemacht hat. Es gibt ja einen russisch-deutschen Gasdeal. Die laufen immer über 48 Monate und ich glaube, der Kubikmeter liegt so bei 3,5 Dollar. Wir dürfen im Moment ja kein russisches Gas kaufen. Der Deal wurde aber bezahlt. Wenn wir es jetzt nehmen oder nicht nehmen, wir müssen bezahlen. Wir lagern dieses russische Gas, was wir bereits bezahlt haben, in Polen und verbrauchen es nicht, weil Washington sagt Sanktionen. So, jetzt kaufen wir Gas aus Amerika und zwar für 27 Dollar den Kubikmeter. Und vorher kaufen es die Amerikaner für 3 Dollar bei den Russen.
Was hat das mit Sanktionen zu tun? Das ist nur dumm. Das heißt, die Amerikaner lachen sich tot über uns und die Russen denken sich, das muss man sich leisten können. Es schadet der deutschen Wirtschaft. Deutschland ist immer noch eine Art Kolonie der Vereinigten Staaten. Das sehen Sie in vielen Bereichen. Zum Beispiel will die Mehrheit der Deutschen keine Atomwaffen in unserem Land haben. Aber wir haben immer noch amerikanische Atomwaffen. Wir sind also immer noch eine Art amerikanische Kolonie. Der ehemalige Geheimdienstoffizier und heutige Präsident der Internationalen Vereinigung zur Terrorismusbekämpfung, Josef Linder, behauptet, Deutschland habe seine Unabhängigkeit aufgrund eines am 21. Mai 1949 von Washington aufgezwungenen Geheimvertrages verloren. Das entsprechende Abkommen wurde zwischen der Alliierten Hohen Kommission und der damaligen deutschen Regierung geschlossen. Darin wurde festgelegt, was Deutschland tun durfte und was strikt untersagt war. Unter anderem beinhaltete es die sogenannte Kanzlerakte, die vorsieht, dass jeder vom Bundestag gewählte Bundeskanzler dieses Papier mit einem Sondervertreter dieser multilateralen Kommission oder einem Sondervertreter des US-Außenministeriums unterzeichnen muss. Die Existenz der Kanzlerakte war schon immer Gegenstand zahlreicher Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Kontrolle der USA über Deutschland. Diejenigen, die an die Existenz der Kanzlerakte glauben, berufen sich jedoch auf ein Memorandum des deutschen Geheimdienstes BND. In dem Vermerk heißt es ganz eindeutig, Kopie Nummer 4 des Geheimstaatsvertrages zwischen den alliierten Mächten und der provisorischen Regierung Westdeutschlands vom 21. Mai 1949 ist endgültig abhanden gekommen. Genau wie es in Bezug auf Hoovers Plan zur Zerstörung Russlands geschieht, sagen alle, dass die Kanzlerakte natürlich eine Lüge sei und nicht existiere. Und doch schreitet die Geschichte so voran, als wären diese Papiere nicht nur real, sondern als würden sie sich vor unseren Augen verwirklichen. Das Verhalten des deutschen Kanzlers erscheint regelmäßig unlogisch. Ob dieses Dokument nun existiert oder nicht, die moderne Realität scheint darauf hinzudeuten, dass es existiert. Waschen Sie Ihre Achselhöhlen, Füße und Leisten. Das sind die Körperstellen, die Sie waschen müssen, wenn Sie sich unrein fühlen, rät die Bild-Zeitung der deutschen Bevölkerung. Dann fügt sie hinzu, eigentlich wäre es gut, wenn wir jeden Tag frieren würden, denn das baut Fettgewebe ab. Und die Zeitung Die Welt erklärt der deutschen Bevölkerung, dass ein bisschen Kälte in der Wohnung im Winter überhaupt nicht schädlich sei. Ein bisschen Kälte scheint unvermeidlich zu sein, denn schließlich können sich immer weniger Deutsche Heizung und warmes Wasser leisten. Es stellt sich die Frage, wie lange sie eine solche staatliche Politik noch tolerieren werden. Guck doch einfach mal auf deine Benzinrechnung, guck doch mal auf deine Gasrechnung und frag dich, wie lange kannst du das noch machen? Wie viel Budget hast denn du noch übrig? Die dir das diktieren, die verfügen über sehr viel Geld und einen sehr guten Einfluss. Sie wird das nicht betreffen. Und abschließend, wir müssen unsere Bevölkerung auch darauf vorbereiten, dass Sanktionen ihren Preis haben. Sie werden auch uns treffen, weil ansonsten sind Sanktionen wirkungslos. Chemiefabrik in Leverkusen runtergefahren werden muss, weil Gas fehlt, weil Strom fehlt. Dann weiß keiner die wirklichen Folgen oder die Ergebnisse, die daraus zum Beispiel, oder man sagt vielleicht ein Blackout, ja, welche Folgen die haben. Also ich glaube, die Bevölkerung in Deutschland, die sehr sparen muss, und das ist ein großer Teil, und das wird ja immer schwieriger. Wir sollten alle Sanktionen nicht ausschließen. Aber von vornherein mit Ausschließeritis zu beginnen, ist ein Riesenfehler. Ich denke, dass nach wie vor der Bundesregierung nicht bewusst ist, was die Sanktionen hier in diesem Land an Kettenreaktionen auslöst und dann letztendlich die Versorgung und die Wirtschaft zusammenbricht. Und was dann daraus entweder Unruhen oder machterhaltende Maßnahmen durch die Regierung erfolgen. Nord Stream 2 ist nicht genehmigt. Es unterliegt den amerikanischen Sanktionen. Wenn Nord Stream 2, also die zweite Pipeline, jetzt aufgemacht wird, würde sich doch überhaupt nichts ändern, außer dass wir noch abhängiger von russischem Gas wieder werden würden. Und Putin dann auch sein Ziel gegenüber Deutschland und Europa erreicht hätte, nämlich weil das andere kommt nicht. Ich war selber in in den Arabischen Emiraten, ich war in Katar, ich war in Norwegen. Keiner kann uns diesen Ausfall ersetzen, den wir hätten, wenn russisches Gas nicht mehr fließt. Und deswegen, es sind keine deutschen Interessen und es ist auch nicht so, dass es Berlin, die Idee von Berlin wäre, das zu tun. Aber wir haben in Deutschland leider keine unabhängigen Politiker, die sagen, Entschuldigung, das machen wir nicht.
Washington. Das machen wir nicht. Weil wer das sagt, wird von unserer sogenannten Presse kaputtgeschrieben. Ich habe Gespräche geführt mit Freunden, die auf der anderen Seite stehen quasi, die sagen, da muss man das eben aushalten und also aus Solidarität frieren, so wie Habeck das sagt. Das wird von einigen geteilt noch. Dann weiß ich nicht, inwiefern die Bevölkerung, also auch die Geduld der Deutschen ist dann wahrscheinlich irgendwann vorbei. Und ob das dann in Unruhen oder Demonstrationen ausartet. Die Frau Fraeser hat ja vor 2 oder 3 Tagen war das eine ganz klare Ansage gemacht. Der das nicht mitmacht oder sich dagegen auflehnt, dass sie gesagt hat, der Einsatz der Bundeswehr im Innern. Diese Bedrohung ist sehr real. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser erklärte im Juli 2022, natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Corona-Zeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen. Die Sicherheitsbehörden hätten die extremistischen Szenen aber sehr genau im Blick. Wir sind vorbereitet, auch auf mögliche neue Protestgeschehen. In der Nachkriegszeit wurde in Deutschland eine sehr praktische Methode eingeführt. Jeder, der mit der offiziellen Berliner Politik nicht einverstanden ist, wird sofort beschuldigt, ultrarechte Ansichten zu vertreten und zu propagieren. Er wird als Nazi gebrandmarkt. Auf dieser Grundlage wird eine Person ihrer Rechte beraubt. Sie können rechtlich verfolgt oder mundtot gemacht werden, aber es wird nicht als Verletzung der Menschenrechte oder der Redefreiheit angesehen. Nein, nein, Leute, wir bekämpfen das Wiederaufleben des Narzissmus in Deutschland und niemand wagt es, seine Stimme zu erheben. Dies ist eine zynische Instrumentalisierung der Schuld der Deutschen, die verhindern soll, dass alternative Sichtweisen auftauchen und mit dem derzeit vorherrschenden Narrativ konkurrieren. Weil Deutschland in Europa liegt und Amerika nicht. Unsere Nachbarn sind Russen. Und wir können kein Interesse daran haben, mit dem Krieg zu führen. Amerika kann das leicht sagen, die sind ja woanders. So, die betrifft es ja dann eben nicht. Und da sage ich eben, man muss als Deutscher auch mal sagen, dass die sogenannten amerikanischen Interessen, die unsere Interessen sein sollen, eben nicht immer unsere Interessen sind. Das ist George Friedman, ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler und der Gründer des privaten Informationsdienstes Stratfor, der von Medien auf der ganzen Welt inoffiziell als private CIA bezeichnet wird. Das Hauptinteresse der Vereinigten Staaten, um das wir ein Jahrhundert lang Kriege geführt haben, den Ersten, den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg, gilt den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Denn vereint sind sie die einzige Kraft, die uns bedrohen könnte. Und wir müssen sicherstellen, dass dies nicht geschieht. Erinnern wir uns daran, warum die NATO gegründet wurde, um Deutschland in Schach zu halten, um das Entstehen des Vierten Reiches zu verhindern und so weiter. Die Hauptfrage lautet hier nicht, warum es ihnen passiert ist, sondern was wir dagegen tun sollten. Ich habe bereits Karl Haushofer erwähnt. Später wurde ihm der Stempel aufgedrückt, er sei der Geopolitiker des Dritten Reiches gewesen. Aber in Wirklichkeit war er nur ein Geopolitiker, und zwar ein sehr talentierter. Er schrieb einmal, Deutschland baue die falsche Achse auf. Es hätte keine Achse Italien, Deutschland, Japan geben sollen, sondern die Achse Deutschland, Russland. Das schrieb er und sagte, dass dann alle Kriege auf der Welt enden würden. Das entspricht auch der heutigen Realität. Wenn Russland eine wirklich tiefe Partnerschaft mit Deutschland einginge, eine unbefangene, ohne die zahlreichen Fallstricke, ein solches Bündnis zwischen Russland und Deutschland wäre unvergleichlich. Mir ist keine Kraft bekannt, die in der Lage wäre, es herauszufordern. Bereits 2015 skizzierte George Friedman die Politik, die die Vereinigten Staaten verfolgen sollten, um die Bildung einer Allianz zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Die Vereinigten Staaten haben ein grundlegendes Interesse. Sie kontrollieren alle Ozeane der Welt. Keine andere Macht hat das jemals geschafft. Deshalb können wir in andere Länder einmarschieren und sie können nicht bei uns einmarschieren. Das ist eine sehr schöne Sache. Die Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Meere und den Weltraum ist die Grundlage für unsere Macht. Der beste Weg, eine friedliche Flotte zu besiegen, ist, sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Briten haben sichergestellt, dass keine europäische Macht eine Flotte bauen kann, indem sie dafür gesorgt haben, dass sich die Europäer gegenseitig an die Gurgel gingen.
Experten gehen davon aus, dass in Washington dieselbe Technik angewandt wird, um Russland und Deutschland in einem ständigen Konfliktzustand zu halten, damit sie sich niemals zusammentun und die Vereinigten Staaten an Einfluss und Macht übertreffen können. Jeder weiß, dass der schlimmste Albtraum der Amerikaner eine Allianz zwischen Russland und Deutschland ist. Es ist ein böser Traum, der sie nachts wach hält. Übrigens entstand die Situation in der Ukraine im Jahr 2014, weil sich unsere Beziehungen zu herzlich gestalteten, mit Gaspipelines und so weiter. Jetzt bekämpfen wir uns wieder gegenseitig. So wie wir es schon einmal getan haben, während der beiden Weltkriege. Wer hat die beiden Weltkriege angezettelt? Wer hat sie in Gang gesetzt und angetrieben? Wer kämpfte? Deutschland gegen uns. Jetzt inszenieren sie das gleiche Szenario. Und wenn man wollte oder verhindern wollte, dass deutsche Technologie mit russischen Bodenschätzen zusammenkommt, haben wir jetzt russische Bodenschätze und chinesische Technologie. Sind wir irre? Sind wir irre? Wir sollten die Freundschaft pflegen. Das ist billiger und besser für den Westen. Haben wir nicht gemacht. Und das zeigt, wir sind... Deutschland befindet sich in der Tat in einer sehr schwierigen Lage, aus der es keinen Ausweg gibt. Nur wir können es daraus holen. Wir müssen die Deutschen notfalls bei den Ohren packen. Das ist unsere Verantwortung. Denn die Angelsachsen werden sie kurzerhand im Kriegsfeuer verheizen. Die Helden unseres Films, Ken, Laura und Liane, sind echte deutsche Patrioten. Jeder von ihnen liebt sein Land und wünscht sich eine bessere Zukunft. Sie alle sind der Meinung, dass ihr Heimatland nur dann prosperieren könne, wenn es gute Beziehungen zu Russland unterhalte. Wir wissen nicht, wie sich die Beziehungen dieser Länder entwickeln werden. Wir können nur hoffen, dass der gesunde Menschenverstand die Oberhand über die Ambitionen einzelner Politiker gewinnt. Russland und Deutschland brauchen einander, damit es nie wieder einen Krieg in Europa geben wird.